Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13.2. Was bisher geschah? Final Fantasy 13.2, the story so far. Wait for it! Now! Paradox is dissipating. I'm in pain. I can barely breathe. Genau, wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Wir sind in der letzten Folge in der Zukunft angekommen, in der erweiterten Zukunft, nenne ich es jetzt einfach mal, und haben hier mit Hope gesprochen. Ja, wir sind hier mit... Oh, der Durchgang ist frei, sehe ich gerade. Ist mir am Schluss in der letzten Folge gar nicht aufgefallen. Ich nehme hier diese Folge im Anschluss auf. Ich werde jetzt erstmal hier mit Noel sprechen. It seems unbelievable the crystal pillar could become so fragile. It was weakened. Little by little, over many centuries. The war was simply the straw that broke Cocoon's back. But what does Caius want? It seems unbelievable the crystal pillar could become. Ach so, okay. Sie wiederholt sich. What does Caius want? Ja, dann sprechen wir mal mit Hope. Lightning was fighting in Valhalla. That's where I met her. And that's when she told me to come and find Sarah. I see. Valhalla, otherwise known as the Unseen World. I think Lightning wants us to fix the timeline, put it back how it was. Maybe that's why she gave me the power to travel through time and control monsters. She was unable to do anything on her own, so she turned to the one person she trusted more than anyone. Yes, it is possible, although the idea raises even more questions. Das Orakel zeigte Bilder von Lightning und dem herabstürzenden Cocoon. Was möchtest du Hope fragen? Werden wir Lightning wiedersehen? Wie retten wir die Zukunft? Können wir mit Hilfe der Portale die Zukunft verändern? Zeigt das Orakel tatsächlich die Zukunft? Ich zweifle an dem all gar nicht. Wie retten wir die Zukunft? Indem wir jetzt schon daran arbeiten, dass Cocoon nicht hinunterstürzt. Können wir mithilfe der Portale die Zukunft verändern? Ich glaube, diese Frage lässt sich auch so beantworten, ohne dass wir das auswählen müssen. Werden wir Lightning wiedersehen? Davon werde ich mal stark davon ausgehen. Wie retten wir die Zukunft? Zeigt das Orakel tatsächlich die Zukunft? Ich zweifle daran nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich traue dem Orakel. Wie retten wir die Zukunft? Aber das können wir uns eigentlich auch selbst beantworten. Listen, Hope. What are we supposed to do if we want to save the future? The space-time is twisted and must be straightened. Find the largest paradox and resolve the contradictions. Tell me, Noel. Looking back from the future, what was the most dramatic event in history? The fall of Cocoon, no question. Wait. Do you think someone created a paradox to make that happen? Assuming such a thing is possible, then yes, maybe. Again, hypothetically speaking, I wonder if the man that Lightning was fighting is involved. If he is, we're in big trouble. I shall try to avert the tragedy. Then, just maybe, you will have homes you can return to. Yeah? Believe in your future. You can bring the people you love together again. I'll try to help in any way I can. Das ist wirklich sehr nett von dir. Du darfst dich auch uns gerne anschließen und mit uns durch die Zeit reisen. Dein Bumerang müsste doch hier bestimmt auch irgendwo sein. There's still so much we don't know. It does give us a reason to hope. Ja, Hope. Ich verstehe. Nein, ich wollte mit Noel nochmal sprechen. Oh, shit. No. You know, I started this journey hoping to find my sister. But now, I want more. I want to save the future. So do I, Sarah. So do I. Time to travel again. Kubo? Find the gate and the key, Kubo! Dann würde ich doch mal stark meinen, dass wir hier durch müssen. There are still some places we haven't checked out. We should try asking some of the people around here. They might know something that will help. Ja, das könnten wir tun.
So, das wäre ja dann nur noch diese Ecke hier. Ja, und halt hier ist aber halt leider noch der Durchgang versperrt, aus welchen Gründen auch immer. The director came by earlier to tell us you've been granted special access to the excavation site. The area where they found the Oracle Drive is up ahead. It's exciting to think there may be other amazing objects buried there too. Ja, höchstwahrscheinlich werden da auch noch andere Objekte sein. Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. This is one of my easiest missions ever. Ach so. Nothing to report today. Ah, so wenig wie möglich arbeiten. Na, solche Leute sind mir die liebsten. Moment. Warum ist das hier? Aha, weil ich hier nicht runter... Ich wollte gerade fragen, warum ist das noch dunkel? Dunkelblau. Warum ist das nicht hellblau? Kann ich hier was tun? Schau mal, Mokri. Gibt's hier irgendwas? Okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Warum können wir denn hier hin? Wenn es nichts gibt. Ach, ich hätte auch hier durchlaufen können. Ah, okay, alles klar. Super, aber runterzuspringen schien mir leichter. Was ist los? Alles gut? Das ist nur die Laterne. Ich dachte, was liegt da? Aber das ist die Laterne. Ja, fragt sich nur, wie lange das auch so bleibt. Okay, also hier haben wir was. Was passiert? Ja, aber ich möchte erstmal mit dem Forscher sprechen. Various records of magic and sorcery are being uncovered in the Padre ruins. There was a spell to summon Eidolons. It was a forbidden art though, as it shortened the conjurer's lifespan. The people of the past must have lived in fear of, but had respect for, ones who held such powers. Oh, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir das bald tun können. If a paradox originates here but is resolved, I wonder if it'll be like nothing ever happened. People are quick to forget the past. Although even if the paradox disappears, some people are bound to remember. Alles klar. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt weiter nach vorne gehe, dass hier dann irgendwas passiert. Important relics have been detected nearby. Who knows? Any one of them might lead to an extraordinary discovery. Hier bin ich jetzt noch nicht gewesen, mit dir habe ich aber gesprochen, hier liegt auch nichts. Okay, gut, dann werde ich das hier jetzt öffnen. Und wir haben 600 Gil erhalten. Inventar erweitert. Was hat das zu bedeuten? Inventar erweitert? Weil ich 600 Gil habe. Okay. Stand doch da, oder? Inventar erweitert. So, irgendwas wird jetzt hier passieren. Hä? Warum passiert nichts? Okay, warte, vielleicht muss ich hier meinen Mokri nochmal... Tatsächlich. Hier ist was. Ein Artefakt. Mysteriöses Artefakt erhalten. Alright then. Where's the gate that fits this key? I don't sense anything strange within the ruins, but I did feel a disturbance in the direction of the mountains. An dem Portal, in dem wir in der letzten Folge gewesen waren, oder? Am anderen Ende. Moment, ich möchte mir das erstmal anschauen hier. Wichtige Gegenstände, mysteriöses Artefakt. Das Artefakt kann nur identifiziert werden, indem man es zum Öffnen eines Portals verwendet. Okay. Ich rufe mal die Karte auf. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Portal... Ja, es ist nämlich hier auch orange markiert. Also da müssen wir hin. Bevor ich da jetzt aber hingehen werde, ich werde da auch mit meinem Chocobo hin. Ich glaube nicht, dass ich den kompletten Weg entlang laufen werde. Ich wollte auch noch ins Kristarium, meine Lieben. Das habe ich doch am Ende der letzten Folge gesagt, weil ich das eigentlich mit euch in der letzten Folge am Ende noch tun wollte. Aber die Folge wär dann etwas zu lang gewesen. Ich habe nämlich gerade die letzte Folge geschnitten, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Weil die letzte Folge nämlich heute noch online kommt, und zwar in genau 2 Stunden.
Und ja, es ist eine Aufnahme gewesen von 1 Stunde und 6 Minuten und so. Und habe da halt rumgeschnitten und davon sind jetzt noch 58 Minuten übrig von der letzten Folge. Genau, ist hier gerade an meinem anderen Rechner gerade am Hochladen. So, ah, da hinten haben wir auch noch was, sehe ich. Sieh mal einer an. Dich hätte ich ja fast nicht gesehen, aus welchen Gründen auch immer. Heiltrank, warum bin ich in der Vergangenheit nicht gewesen? Hab das geöffnet oder war das in der Vergangenheit noch nicht da? Oder konnte ich vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht dorthin reisen? Dort entlang laufen? Oder konnte ich das? Und es war nicht da. Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen. So, ich spreche jetzt erstmal mit Alyssa. I still find it hard to believe, though, that my memories can just change like that. Ey, das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das mal so gerade vorstellt. We've got work to do. Ja, ich könnte eigentlich voll deine Erinnerungen voll durcheinander bringen. Zeitreise, schon eine komplizierte Sache. Believe in your future. You can bring the people you love together again. Aber auch nur, wenn sie das wollen, ne? I'll try to help in any way I can. Das ist wirklich sehr nett von dir, danke. Gut, also offensichtlich haben sie sonst nichts anderes zu sagen. Ich würde gerne nochmal mit Chocobocolina sprechen, bevor ich jetzt hier auf meinen Chocobo steige und nochmal zurückgehe. Vielleicht hat sich ihr Inventar erweitert. Vielleicht hatte das damit was zu tun. Vielleicht war das nicht mein Inventar, das sich erweitert hat, sondern ihrs. Okay, sieht nicht so aus. Es muss mein Inventar gewesen sein. Monsterkomponenten. Okay, hat sich nichts geändert. Ist alles immer noch gleich. Es war trotzdem sehr nett hier mit dir. Ja, alles klar. Dann viel Spaß am Strand wünsche ich dir. So, bevor ich aber jetzt auf dem Chocobo aufsteige, werde ich erstmal ins Kristarium gehen. Denn da werden wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen, nicht? So, Sarah. Verheerer. Feuer auf Stufe 38. Blitzger Sturmangriff. Kampflust. Ah, das ist schon nice. Manipulator. Blutgar, Giftgar, Bangar. Ah. Engel ist halt auch schon. Ja, also Engel will ich auf jeden Fall lernen. So, Engel gelernt. Sehr schön. Und mehr scheinen wir jetzt auch vorerst nicht zu lernen. Moment, stopp. Ich möchte Verheerer, ich möchte Feuer lernen. So, Blitzgar auf Stufe 41, okay, das mache ich auch noch. Blitzgar erlernt. Okay, Sturmangriff 50, Kristallpunkte, ich habe nur noch 6. Ach Gott, ein Schritt kostet 661. Heiler? Gehen wir nochmal in die Heilerrolle? Hä? Nee. Bin ich jetzt in der Heilerrolle? Ja. Muss ich jedes Mal raus? Oder was? Noel. Brecher. Todesstoß Stufe 50. Oh, ob wir das schaffen? Komm, wir probieren es einfach mal. Todesstoß wäre schon nice. 47. 48. 49. Jawohl. Die Autofertigkeit Todesstoß erlernt. Das ist doch nice. So, und wenn wir jetzt aber in die Verheererrolle gehen, kostet auch der Schritt 400. Wir haben aber nur noch 261. Hast du noch genauso viel wie Sarah? Ach, ich gucke hier auf die TP die ganze Zeit. Ja, kein Wunder, dass ich da nicht sehe. Kate Sith. Schauen wir mal. Oh, ich habe gar nichts für dich. Das, was ich für dich habe, ist zu wenig. Für dich habe ich halt immer so viel, ne? Dafür kann ich ja auch nichts. So, Speckstück einmal 25, jawohl, und Angriffsbonus. Hier die Astralscherbe, Fluchsensor. Die Autofertigkeit Fluchsensor erlernt. Was ist Fluchsensor? Würde ich ja auch mal gern wissen. Sehe ich das hier vielleicht bei dir irgendwie? Huch. Keine Absicht gewesen.
Physische Angriffsstärke plus 20%, Angriffskraft steigt um 20%, das ist aber auch schon alles, was ich sehe. Aber was ist Fluchsensor? Komme ich da irgendwie hin, dass ich mir das anschauen kann? Ich kann mir doch mein Monster bestimmt genauer anschauen, oder? Monsterverband? Entlassen. Nein, um Gottes Willen. Ich werde dich nicht entlassen. Monsterzucht. So, dann... Dekor. Was soll das? Ach du meine Güte. Ich kann dir noch was anziehen. Ach du meine Güte. Ein Propeller. Schau mal. Ach du meine Güte. Nee, wir machen dich doch nicht zum Affen. Transfusion. Genau, dann kannst du noch andere verspeisen. Oder wie war das? War das nicht so? Details. Passive Fertigkeiten. Genau, dann sehe ich das, was ich die ganze Zeit sehe. So, das hier sehe ich. Giftsensor. Erhöht physische Angriffskraft gegenüber Gegnern im Giftzustand. Und dasselbe dann nur mit Fluch. Die Doppelattacke. Aufwertung der Kombination von Ruiga und Rundumschlag, wenn ein Verheerer anwesend ist. Das ist auch gut zu wissen. Sehr schön. Dann habe ich das ja, Gott sei Dank, glücklicherweise, das dann mit meinem Paradigma richtig gemacht. Erhöht Schadenswirkung. Das ist klar. Rundumschlag erklärt sich auch von selbst. Sonic Biss, das ist, erteilt physischen Schaden, mehrere Tasten hintereinander drücken, genau, das ist ja sein Limit, ne? Okay, dann sind wir hiermit vorerst fertig, hier mit den ganzen Paradigmen. So, und hab nur noch ein Gieserkraut. Das ist natürlich nicht so toll. Können wir mal springen? Genau, du kannst auch fliegen und so. Schau mal, wunderbar. Das mit dem Fliegen, das müssen wir halt noch ein bisschen üben. Aber das wird. So, vielleicht, weil ich ja jetzt mein Chocobo habe, vielleicht habe ich ja jetzt die Möglichkeit, diese eine Kugel zu öffnen. Moment, ich muss jetzt erstmal nochmal die Karte aufrufen, weil ich nämlich nicht so ganz auf der Höhe bin. So, wir müssen hier lang. Der Durchgang ist versperrt. Ich glaube, das könnte da gewesen sein. Schauen wir da einfach mal nach, wo ich der Meinung bin, dass das dort sein könnte. Ja, diesen Shortcut hier, den könnten sie uns auch. Hier. Kann ich... Oh, ja, super. Falsche Taste gedrückt. Oh, bin ich so toll. So, vielleicht kann ich hier irgendwie... Ja! Es hat geklappt. Ich brech ab. Wir müssen absteigen, weil ansonsten kann ich nämlich die Dings hier nicht öffnen. Die Kugel hier, es hat funktioniert, ich brech ab. Ein Einhornhorn. Einhornhorn erhalten. Moment, das sagt mir was. Ich habe doch schon mal einen Witz darüber gemacht, oder beziehungsweise fand das schon mal lustig. Das Einhornhorn. Einhornhorn, ganz genau. Aufhebung aller Stärkungs-, Entkräftungs- und Manipulationseffekte. Ja, das ist sehr schön. Hallo, wer bist du? See this flower? Isn't it the most beautiful thing you've ever seen? It's called the flower of Fenrir. It only bears fruit once every couple hundred years during the time of the eclipse. Unlike most flowers, it requires complete darkness to go through the process of bearing fruit. It's an amazing subject to research, but as you can see at this stage, it's still a flower. I don't know exactly how long it'll take or when it'll produce fruit. But I do know it's unlikely that it'll happen in my lifetime. But I can still hope, can't I? Lashes' Schwert? Besorge die Fenrir-Frucht. Okay, Yashas Massiv 1x. Die Botanikerin Bridget interessiert sich für die seltene Fenrir-Blume, die nur während einer Eklipse Früchte trägt. Sie möchte gerne eine Fenrir-Frucht untersuchen, weiß aber, dass sie die nächste Eklipse nicht mehr erleben wird. Hast du eine Idee, wie du ihr helfen kannst? Mission annehmen? You're willing to search for the fruit of Fenrir for me? I don't think it's possible to find one when there's no eclipse. Or do you know something I don't? Is there a secret way to obtain one? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das bedeutet, ich muss in der Vergangenheit nochmal. Ach so, okay, ja, alles klar. Sie wiederholt sich. Ja, Entschuldigung, meine Schuld.
Ich glaube aber, ich weiß, wie ich da rankomme. Ich muss da nur noch mal in die Vergangenheit hier hin, nicht wahr? So, mein Chocobo. Ja, ich habe nur noch ein Gieserkraut. Schade. Wir müssen dann jetzt mit dem Fußbus entlang. Oh, ich glaube, der ist neu. Ich will angreifen. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Zu langsam. Neubeginn des Kampfs unmöglich. Alles klar. Sind das neue Gegner? Nee, die sehen... Ich dachte, weil die sahen kurz neu aus. Freudenrausch. Ja, wir sind ja jetzt auch ein bisschen stärker, ne? Naja, ein bisschen... Ja, doch. Also auf jeden Fall hier mein Wolfsfreund. Der ist auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ja, und wir haben ja auch noch hier einen Verheerer mit dabei. Und dann ist der nochmal ein bisschen stärker. So, können wir jetzt bitte hier die anderen erledigen? Das dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen so lange. Ja. Naja, gut, wir sind ja auch zu langsam, ne? Das hat ja auch damit höchstwahrscheinlich was zu tun. Und er hat sie einfach alle platt gemacht. 188 Kristallpunkte. Ich muss mir angewöhnen, auf die Kristallpunkte zu achten. Ich dachte immer nur auf die Sternchen. So. Moment mal. Ja, meine Mission. Ganz genau, ich weiß. Ich finde das blöd, dass ich das selber nicht im Menü nochmal sehe. Welche Missionen ich abgeschlossen habe und welche ich noch abschließen muss. Das wird mir persönlich... Ist das ein Behemoth? Ich habe doch immer ein bisschen Bammel. Das war bestimmt einer. Ansonsten wäre der Gegner nicht so schnell verschwunden. Ich nehme dann einfach nur noch die Beine in die Hand, wenn dann so ein Kampf auftaucht, weil ich so Angst vor diesem Behemoth habe. Was ist hier jetzt schon wieder los? Ich bin aber richtig, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich müsste doch richtig sein, denn hier unten ist dieses Portal. Okay. Portal. Portal durch ein mysteriöses Artefakt aktivieren, um durch die Zeit zu reisen. Jawohl. Das mysteriöse Artefakt hat sich in das Zocker-Artefakt verwandelt. Ein Zocker-Artefakt erhalten. Und jetzt kann ich dieses Portal nicht nutzen, doch. No, we can change the future, can't we? We can, and we will. Then we can go back to homes that we've made safe. Lightning. Thanks to Hope, I can see light at the end of the tunnel. He told us that if we solve the paradox, we can save the future. Meanwhile, in his own way, and in his own time, Hope is working toward the same goal. Together, we can keep Cocoon safe. And if we do, then I know I'll be able to bring you home. I believe this with all my heart. Ist sie vielleicht krank und er sucht ein Heilmittel? How many times must I see this? Und er reist jedes Mal durch die Zeit, beziehungsweise in die Vergangenheit, um sie dann wieder mitzunehmen? Und sie stirbt aber dann jedes Mal wieder durch ihre Krankheit? Kann das sein? Gesperrter Ort! Was zur Hölle? Das Jahr ist unbekannt. Oh, das hier, das sieht sehr dunkel aus. Oh mein Gott. Was möchte ich jetzt hier? Muss ich da etwa hin? Moment, was passiert denn, wenn ich jetzt hier auf das Menü drücke? Ah, dann komme ich hier in dieses Menü. Gesperrter Ort, ja, unbekannt. Sperre des Jenseits. Kolosseum. Okay, dann nehme ich einfach mal diesen gesperrten Ort. Eine Beschreibung gibt es dazu auch nicht. Ja, und viel zu hören? Nee, wohl eher weniger. Okay, ab zum gesperrten Ort. Coco?
is this place? Yeah. Oops, wrong turn. Wrong turn. I guess if we don't resolve the paradox, this place will stay suspended in limbo. Doesn't look like there are any other gates either. Go back to the Historia Crux, Kupo. Yeah, Mog is right. We should turn back. Kupo? Ich bin doch jetzt nicht den ganzen Weg hierhin gekommen, nochmal um zurückzukommen. Ich möchte mich doch hier schon umschauen. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Münzcoupon. Was ist denn ein Münzcoupon? Was soll das denn sein? Zockerartefakt. Münzcoupon. Ja, ich möchte einfach nur wissen, was das ist. Wenn man mich halt lässt. Hat einen Gegenwert von 50 Casino-Münzen. Was? Gibt's hier ein Casino? Och, nö. Ach, ich bin doch kein Freund von Casino. Ich möchte jetzt nicht zurück. Kann ich die Tür öffnen? Aber ich kann gar nichts machen. Okay. Vielleicht sollte ich dann doch einen anderen Ort wählen. Das Portal wurde von der Kronosphäre aus geöffnet. Zur Kronosphäre zurückkehren, ja. Das möchte ich. Okay, gesperrter Ort. Dann schauen wir uns mal die Sperre des Jenseits an. Wie komme ich denn hier eigentlich wieder weg? Menü speichern. Ich komme doch hier gar nicht mehr raus aus diesem, aus dieser dunklen Chronosperre hier. Sperre des Jenseits. Ja, hier hören wir und sehen wir auch nicht viel. Reiten wir einfach mal. Valhalla? Could lightning be here? No. Something's different. Kupo. This isn't Valhalla. It looks like it, sure, but it's not the same. Kupo. This is the rift between gate and gate. It's the void beyond Kupo. So, are you saying we're lost? Kupo. I need a break. Koa. Finding my sister isn't gonna be easy. Koa. We had a legend back home about a goddess. Huh? We hunters passed the story down from father to son. It gave us strength when times were tough. What was it? Never give up, for the goddess Etro watches always and helps those who help themselves. It's not much of a legend, really, is it? It sounds more like common sense to me. Yeah. But when the going gets rough, you don't need anything complicated. Just a reminder to stick things out. Let's just keep telling ourselves that every time we go through a gate, we're getting closer to lightning. Sound good? Kupo! Sounds good. Ja, vielleicht ist das hier ja aber Valhalla nur die Vergangenheit von dem Thron der Götter. It's a space that connects the gate's entrance and exit, Kupo. Let's go check it out. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir uns hier um. Natürlich. Okay. So, was haben wir hier? Karte, Sperre des Jenseits erhalten. Das ist doch schon mal was. Ja, groß ist das hier aber nicht. Thron der Göttin. Okay. Das könnte ja richtig interessant werden hier. Moment, ist da irgendwas? Ich traue mir nicht. Einfach nur, um sicher zu gehen. Okay. Nee, ganz und gar nicht. Wir haben kein Pech. Kann ich hier runterspringen? Nee. Kann ich nicht. Nur an den vorgesehenen Stellen, ich weiß. Aber trotzdem probiere es jedes Mal, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, hier werde ich auch nicht vorbeikommen wegen dem Portal. Nicht wahr? Ja, das Portal steht mitten auf einer Treppe. Was ist hier los? Untersuchen.
can't get past. Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest irgendwas anderes erzählen. Ach so, hier ist ein Zaun. Ja, und auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich auch. Und wir kommen hier wirklich nicht weiter. Ist das ein Portal? Ist das Portal eingefroren? Hey, es muss doch einen Weg geben. Da hinten ist auch was Unsichtbares. Vielleicht muss ich meinen Mukri werfen. Moment. Ah, wie macht man das nochmal? Moment, ich hab's gleich. Ah, hier auf diese Taste muss ich drücken, ne? Ha? Ja, komm. Du kannst das. Ich habe ihn nicht nah. Hier ist nichts. Doch, ich sehe es doch. Oh, ups, jetzt habe ich den. Ach nee, ach Gott, Entschuldigung. Ach Gott, komm her, mein Freund. Och nö. Ich finde das so schlimm mit diesen Werfen. Konnte man sich da nichts anderes überlegen für? Mein armer Freund. So, Moment. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ja, da habe ich dich aber jetzt eigentlich nicht hingeworfen. Moment. Vielleicht muss ich das erstmal sichtbar machen und kann ihn dann erst hinwerfen. Sehr schön. Du bist der Meister, Mukri, ist doch ganz klar. So, und jetzt kann ich ihn vermutlich hinwerfen. Jetzt wird das öffnen, oder? Moment. Komm, das war perfekt. Das war ein perfekter Wurf. Komm, öffne es bitte. Ja, danke, du bist ein Schatz. 800 Gil. Naja, okay. Vielen Dank. Ja, das hat er auch richtig gut gemacht. Wir haben aber da hinten auch noch eins. Ich weiß nur nicht, ob ich den so weit werfen kann. Das müssen wir jetzt halt mal ausprobieren, mein lieber Schatz. Oh, hoch. Entschuldigung auch. Ja, das ist so eine blöde Angewohnheit. Ich spiele gerade Dark Souls 3 und also nicht, dass man da jetzt irgendwie was werfen kann oder so. Aber wenn ich jedes Mal die Schultertaste hier drücke, dann ist das hier für das Schild hochzuhalten und mit der Schultertaste, da fängt man an, halt anzugreifen. So. Da hinten, ganz weit hinten liegt auch noch was. Ich hab dich weit genug geworfen. Meine Güte, war das ein schwerer Satz. Mukri, du bist ein Schatz. Okay. Holy Moor. Da auf jeden Fall. Richtig mega. Da hinten ist aber noch was. Könnte aber unsichtbar sein. Okay, Moment, mir fällt gerade was ein. Hier ist doch auch noch irgendwo was gewesen, oder? Nur komme ich da nicht hin. Vielleicht muss ich da auch mein Mukri hinwerfen. Moment, ist hier nicht auch was gewesen? Okay, nee, scheinbar nicht. Gut, dann muss ich erstmal ins Menü jetzt. Falsche Taste. Dann schauen wir uns das mal an. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Monsterkomponenten sind. Genau. Polymorph-Chip steigert alle Attribute eines mechanischen Monsters. Alles klar. Super, dann wissen wir das ja schon mal. Ich muss doch hier irgendwie was machen können. Naja, vielleicht treffen wir... Ah, vielleicht brauchen wir hier für Snow, damit er das kaputtboxen kann oder so. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal nochmal zurück den Zeitspalt betreten. Ja. Nee, ich wollte Ja drücken. Was habe ich gemacht? Hä? Ich dachte, ich hätte Nein gedrückt. Was ist denn jetzt los? Oh, das ist alles too much für mich. Portale und Fragmente, haben wir es bald. Wähle ein neues Reiseziel in der Chronosphäre. Die Symbole unter den Ortsnamen zeigen an, wie viele Zeitportale in der jeweiligen Raumzeit existieren. Die Farbe der Symbole gibt an, ob das entsprechende Portal aktiv oder inaktiv ist. Ja, das habe ich soweit verstanden. Das wusste ich aber jetzt schon vorher.
Rechts darunter wird die Anzahl der in der Raumzeit gefundenen und insgesamt dort vorhandenen Fragmente angezeigt. Ganz genau. Fragmente erhält man bei besonderen Ereignissen oder für erfüllte Missionen. Achso, das heißt, ich muss dann wie zum Beispiel hier diese Mission abschließen, wie mit der Batterie jetzt zum Beispiel, und als Dank dafür gibt er mir dann ein Fragment. Indem man inaktive Portale öffnet, werden neue Raumzeiten zugänglich. Wenn du bei deinen Zeitreisen nicht mehr weiterkommst, lohnt es sich, nach ungeöffneten Zeitportalen zu suchen. Ja, wir haben hier aber jetzt beide. Jetzt möchte ich aber wieder dahin, wo ich eben gewesen bin. Oh, nee, die Ansicht ändern. Gesperrter Ort. Nein, ich möchte diesen anderen. Es gab doch drei dunkle Orte. Genau, das Kolosseum. Das hier ist es. Da muss ich noch hin. Das möchte ich mir noch auf jeden Fall anschauen. Okay. Und hier hat auch niemand was zu sagen, weil das hier live... Oh. Warum kann ich das jetzt nicht einsetzen? Weil wir live sind, ne? Was zur Hölle ist das hier für ein Ort? What the? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns verlaufen, nicht? Können wir jetzt nochmal zurück? Nee, das Portal ist gesperrt. Das hier ist bestimmt ein optionaler Boss oder so. Ah, wir hätten doch nicht hier hinkommen sollen. Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns verirrt. Das glaubt er uns jetzt höchstwahrscheinlich nicht. Mutig hier. Give it to us and we'll leave you and your realm in peace. What do you say to that? Take it and leave this place. The day of reckoning has not yet come. Ein Artefakt? Job well done, I guess. Yeah, and Snow will be waiting. I hope he's still okay back there. But I bet he won't be waiting by the gate for us. No, I suppose not. He's just like my sister. Always just charging ahead. Charging ahead into an early grave. He acts like he's everyone's boss. Just marches ahead and never thinks how much danger he's putting himself in. Idiots like that. They're all the same. Their heads in the clouds, thinking self-sacrifice can somehow save everyone. People die anyway. Noel, I hope you don't get yourself killed. Huh? After all, you've risked your life a lot of times. To help me, I mean. Why? But I can tell the difference between fantasy and reality. I'm not like Snow. I didn't say you were. He just took off and left you alone. He did what he wanted. Didn't care who he left behind. Who he hurt. I understand why Snow made Noel so angry.
once upon a time, someone Noel loved left him behind. It hurt him almost more than he could bear. It still does. He didn't have to tell me. The pain on his face made it clearer than words ever could. Neues Fragment, weißes Loch, Gemme. I can't believe that worked. Lucky he was open to reason. This is surely a gift of the goddess. Return to the Sunlit Waterscape and help out Snow, Kubo. Ja, das machen wir auch. Darf ich mich trotzdem hier noch ein bisschen umschauen? Einfach nur, um die Karte ein bisschen frei zu machen. Moment, ich muss mal mehr hier hin. Vielleicht können wir hier noch was mitnehmen. Ach so, und zu dem, was wir jetzt eben gehört haben. Ja, also auf der einen Seite hat Noel ja auch recht. Ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, Snow ist früher mehr oder weniger durch die Welt gereist, um Sarah zu retten, ne? Und ist da auch jedes Mal dann auch in Konfrontation gestoßen. So, hier müssen wir auf jeden Fall lang. Ich werde aber hier noch entlang laufen. Es muss doch... Hast du mich gerade erschrocken? Muss das sein? Kann ich auch hier hoch? Nee, aber ja, also hier hoch kann ich, aber ich kann nicht da oben durchlaufen. Okay. Jetzt bin ich halt ein bisschen skeptisch, ne? Hier nicht vielleicht doch irgendwie was Unsichtbares noch hier oben rumliegt. Das hinten sieht so aus, aber ich... Sind wir hier eigentlich im Weltall oder so? Sieht es zumindest aus. Und Hut ab hier von Noel, dass er hier mit ihm so geredet hat, also so forsch gewesen ist. Also ich hatte gesagt, okay, alles klar, es tut mir leid, war keine Absicht, wir gehen schon. Nein, Noel, der haut da erstmal so ein bisschen auf die Kacke und meint, ja, okay, alles klar, ich habe hier ein Angebot. So und so. Und er lässt sich darauf ein. Wahnsinn. Respekt. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte gesagt, okay, alles klar. Tut mir leid, kommt nicht mehr vor. So habe ich jetzt hier 100% erkundet. 87%. Was habe ich denn ausgelassen? Was habe ich denn hier ausgelassen? Keine Ahnung. Okay. Schade. Der hätte sich ja auch mal sichtbar machen können, dieser... Ja, dieser... War es jetzt ein Krieger? Ne, der hatte was von dem Krieger erzählt, ne? Von dem besudelten Blut, sowas. Aber er selber war kein Krieger. So, Moment. Das hier möchte ich öffnen. So, und bin gespannt, was wir hier haben. Karte! Karte des Kolosseums erhalten! Naja, ich habe doch soweit alles erkundet. Nur hier hinter dem Portal bin ich nicht gewesen. Okay. Gibt's hier hinten dran was? Nee. Gibt's nicht. Aber ich müsste jetzt die 100% haben. Sehr schön. Ich habe 100% erkundet. Warum ist jetzt hier kein Chocobo? Hahaha. Okay. Ja, also dass wir hier ein Chocobo benötigen, glaube ich wohl eher weniger. Sollte ein kleiner Schwert sein. Okay, das Portal wurde von der Chronosperre aus geöffnet. Zur Chronosperre zurückkehren. Jawohl. So, und dann sollen wir jetzt zu Snow zurück. Okay. Immerhin, ein Fragment von 1 haben wir. Immerhin. Sunlit Auenwald. So, hier sollen wir jetzt wirklich hin. Ah, und wahrscheinlich das andere Portal benutzen. Natürlich. Aber den Pudding schaffen wir trotzdem nicht. Hier haben wir auch noch ein Portal offen. Ich würde das hier auch mal gern aktivieren. Vielleicht haben wir ja das Artefakt dafür. So, hier haben wir alle Portale und hier fehlt uns eins. Deswegen würde ich gern nochmal hier hingehen, bevor wir zu Snow gehen. Lass dir vom Mokri helfen. Ja, danke. 5 years ago, many of us had to abandon our homes. So we understand.
understand the way these residents felt. So, und zwar ist dieses Artefakt auf der anderen Seite. Da ist aber mir noch der Durchgang versperrt. Genau, da ist noch eine Mission. Finde die silberne Blume, lass dir von Mokri helfen. Lass dir von Mokri helfen. Okay, wir sind aktuell jetzt hier. Alles klar. Dann werde ich da jetzt mal entlang gehen und lass dir mal von Mokri helfen. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nein, wir haben kein Interesse. Ihr seid auch mittlerweile total schwach und so. Und nee, muss nicht sein. Ja, die Kapseln haben wir gefunden. Die haben wir auch schon abgegeben und haben ja dann auch schon unsere Belohnung erhalten. Ich glaube, ein Artefakt haben wir da auch bekommen, nicht wahr? So, lass dir von Mokri helfen. Wir haben leider keine Zeit. Das habe ich eben schon gesagt. So, laufe ich richtig? Ja, ich muss da unten nochmal hin. Das ist doch diese Stelle, wo Atlas gewesen war. Oder etwa nicht? So, würde ich jetzt eigentlich... Nee. Oder komme ich da jetzt vorbei? Nein. Wie komme ich denn da hin? Ich muss mich höchstwahrscheinlich von da oben runterfallen lassen, oder? Ey, wir haben keine Zeit. Nervt mich mal nicht. Ich muss doch bestimmt... Schaut mal, ich kann bestimmt hier hoch, oder? Nee. Aber ich kann meinen Mokri werfen. Ich kann meinen Mokri werfen. Ich kann meinen Mokri werfen. Ich bin voll in Werfstimmung. Ey, verschwinde. Wir haben keine Zeit. Jetzt kann ich meinen Mokri nicht werfen, weil die Monster da sind. Verdammt. Verschwindet, ihr Drecksäcke. Geht ihr mir auf den Keks, ey. Meine Fresse. Die haben mich damals schon genervt, als wir zum ersten Mal hier waren. Ständig tauchen die auf. Jeden Pups lang. So unnötig. So, haben wir's. Hauptsache genervt. Hallo? Warum bekomme ich nur 4 Sterne? Ah, ich glaube, den haben wir jetzt zweimal. Falls dem der Fall sein sollte, wird er gefressen. Von meinem anderen Monster. So, dann bleib mal hier stehen. So, und dann gucken wir, dass wir das mit dem Werfen hinbekommen, ne? So, Moment. Noch ein kleines Stück. Ja, das hier könnte gut sein. Oh, das ist definitiv nicht weit genug gewesen, oder? Naja, er ist schon mal hinten in der Ecke. Ja, er öffnet's. Sehr schön. 8 Speckstreifen erhalten. Okay. Ja, das hat er gut gemacht. Hier komme ich aber auch nicht lang. Boah, wer nervt? Ja, jetzt hört bitte auf. Okay, ich werde da jetzt wahrscheinlich noch nichts tun können. Der arme Mokri, dem ist bestimmt schon ganz duselig von dem ganzen Werfen. Also der muss auch keinen Breakdance erfahren. Okay. So, hallo. So, hier, glaube ich, greift mich niemand an. Hier gibt es keine Monster. So. Mokris Hilfe. Ist hier auch Alyssa? Da hinten ist auf jeden Fall was Unsichtbares, sehe ich gerade. Alyssa wird doch höchstwahrscheinlich auch hier sein. Hier ist irgendwas Unsichtbares. Ah, da hinten. Habe ich gesehen vom Weiten. So, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Cordelias Akte. Cordelias Akte? Cordelias Akte? Was ist Cordelias Akte? Kategorien, Fragmentsgegenstände. Weißes Loch Gemme. Ah ja, stimmt, das haben wir ja auch bekommen. Gegenstandskunde. Dieses Fragment hat dazu beigetragen, dass massenweise Puddinge auf einem Portal im Auenwald von Sunleth strömen und das Ökosystem völlig aus der Bahn werfen konnten. Die Weißes Loch Gemme ist ein Gegenstück zur Schwarzes Loch Gemme. Die Schwarzes Loch Gemme saugt Monster ein und die Weißes Loch Gemme öffnet einen Zeitspalt, aus dem die eingesaugten Monster ausgestoßen werden. Okay. Das ist jetzt dieser Fragment, den wir da bekommen haben. So. Und wir haben Karte... Hier.
Cordelias Akte. Eine Akte mit kodierten Dokumenten. Okay, ich werde das mal sortieren. Nach Kategorie. Cordelias Akte. Eine Akte mit kodierter Dokumenten. Müssen wir das vielleicht Hope geben? Oder müssen wir das vielleicht Cordelia geben, die wir noch nicht angetroffen haben? This is so messed up. What's with the size? Oh, I'm having some trouble with ID overlaps. You know our communicator service personal IDs? Well, it seems like there's another guy out there using the same identification signature as me. When I checked my activity log on the database, it was obvious. It has me existing in two places at the same time. Someone else's ID is overlapping with mine. I want to know how this could have happened. Ach, eine Mission. Ah, na sieh mal an. Vita... Lyrica, keine Ahnung. Finde den Kommunikator. Brecherruinen. Ja, 5. Morris steckt ganz schöne in der Bredouille. Wie bitte? Morris steckt ganz schöne in der Bredouille. Okay. Das Protokolleinträge der Akademie weisen darauf hin, dass jemand anderes seine Kennung verwendet. Finde den Kommunikator des Doppelgängers. Okay, Mission annehmen. You actually found another me walking around the ruins. How weird would that be? Nah, it's probably just a tech screw-up. Somewhere out there, there's another communicator with the same ID signature. Okay, finde den Kommunikator. Alles klar. So, da muss ich meinen Mokri wahrscheinlich hinwerfen. Das dürfte, glaube ich, gar kein... Ja, das passt doch. Perfekt. Ja. Hey, das ist keine seltsame Kreatur. Zellenschlüssel erhalten. Was für ein Zellenschlüssel? Was für ein Zellenschlüssel? Was bist du? I hear you were able to deactivate Atlas. You're stronger than any of the troops out there. I just... I've always been protected by others. I knew that had to change. Well, that's good to hear. Resolve can sometimes be a powerful weapon. Ich weiß, welchen Zellenschlüssel. Wir sind doch am Anfang hier in der Zelle eingesperrt gewesen. War das nicht hier sogar? Irgendwo? Irgendwo waren wir doch eingesperrt. Und wir konnten aber da nicht durch. War das nicht hier irgendwo? Oh, verflixt. Ich weiß nicht mehr, wo da. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo das war. Die hört sich auch an wie so eine Radiomoderatorin. Wo war das? Das muss hier hinten irgendwo gewesen sein. Vielleicht hier. Ja, hier war das. Hier ist es. So, und diese Tür würde ich doch jetzt öffnen können, oder? Die Tür wurde entriegelt. Ja! Sehr schön. Super. Okay, dann haben wir hier... Ja, 10 Antriebschips. Wunderbar. So, wo zur Hölle kommen wir jetzt hier hin? Okay. Aber wie komme ich zu diesem Artefakt da? Nee, das war gar nicht dieses Artefakt. Portal, meine ich. Oder ist das hier? Aber dann, warum ist das nicht in der Karte aufgezeichnet? Eingezeichnet. Da! Da ist das Portal! Aber das ist gar nicht in der Karte mit drin. Okay. Dann müssen wir da jetzt als erstes mal hin. Ich denke, dass die Monster hier auf dieser Seite jetzt stärker sein werden. Ja, super. Und ich werde direkt schon von der Seite angegriffen. Richtig nice. Und auch die hier sind zu dritt. Schau mal, sind das Bekannte von dir? Von meinem Gegner, den ich hier Von meinem Monster hier, das ich manipuliert habe. Naja, 120 Kristallpunkte, zweimal Allheilmittel.
Ich habe so viele Missionen. Ich werde das mal offscreen, werde ich mir das mal aufschreiben, die ganzen Missionen. Was ist denn? Habe ich irgendwas übersehen? Ach so, ja, okay, da hinten. Ja, soweit bin ich noch nicht. Oder vielleicht doch. Was ist jetzt los? Wer ist hier? Oh, hi. Wir kümmern uns darum. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ich muss mir unbedingt die Missionen da aufschreiben. Wenn das Spiel das für mich nicht tut, dann muss ich das eben selber machen. Selbst ist der Nanaki. So, klappt das hier? Irgendwie verliert er gar nicht so viel. Oh nee, muss ich jetzt wirklich gleich in die Heilerrolle schlüpfen? Das wäre so ganz und gar nicht cool. Ah. Naja, das mit dem Provozieren klappt ja schon mal. So, und dann sollte ich vielleicht dieses Paradigma rüber wechseln, damit wir den in den Schockzustand bekommen. So, Moment, ich setze das hier ein. Runter und Y. War das so? Yes, war es. 263%. Aber in der Zeit, während Taxobot seine Empathie einsetzt, greift Sarah nicht an. Wahrscheinlich, weil sie dann zu sehr beschäftigt damit ist, weil sie halt die Kontrolle über ihn hat. Vielleicht kann sie deshalb nicht angreifen. 250 Kristallpunkte, sehr schön. Schaudertropfen auch nochmal 2 Stück. Wunderbar, die werden wir brauchen. Ach, da ist ein Portal. Da ist eins. Jetzt wird's angezeigt in der Karte. Aber ich möchte ja... Geh doch mal bitte aus dem Weg, sag mal. Stehen die da so blöd da rum? Und tun so, als würden sie arbeiten. Ja. Oh, jetzt bin ich schon wieder bei einer Aufnahmezeit von 58 Minuten. Das ist doch echt der Wahnsinn. Ja, du bist echt unser Meister. Das darfst du laut sagen. Militärkommunikator. Jawohl, dann kann ich ja schon hier... Ach nee, das ist ja das Portal auf der anderen Seite. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Stimmt, okay. Ja, okay, alles klar. Wenn die Verwirrung verwirrt ist. Dann kann ich ja jetzt eigentlich ja schon mal den Kommunikator abgeben. Dann hätte ich ja schon mal einen Auftrag erfüllt. Und dann bekomme ich doch was ganz Tolles. Als Belohnung würde ich doch mal meinen. So, hier, zack. Du darfst hier echt mal kaputt gehen. Ah. Jetzt ist es soweit gewesen. 5 Sternchen, 102 Schaudertropfen und Duroplastgewinde. Gehe zum Angriff oder gegen... Gehe zum Angriff über. Gegenangriff. Okay. Portal. Mit einem Urartefakt kann das Portal geöffnet werden, doch dabei wird das Urartefakt verbraucht. Das Portal aktivieren, um durch Zeit zu reisen. Nein. Ich möchte kein Urartefakt benutzen. Vorerst zumindest nicht. Ich habe nämlich nur noch eins. Das andere habe ich ja in der letzten Folge schon verbraucht. So, ja, okay. Okay. Amanakui wollte ich das sagen. Amanoyaku. Okay, oh, Schaudersplitter. Ich hatte euch jetzt hier rausgeschnitten, weil ich halt leider nicht mehr so viel, weil das Video halt sonst zu lang wird. Schmetterlingsbogen. Schmetterling. Das S habe ich mit eingebaut, obwohl da gar kein S mit dran ist. Ausrüstung Sarah. Anlegen. Mondfehler. Schmetterlingbogen. Der ist um einiges besser. Selbstschutz ver... Ja. Plus 20%. Attacke ATB +++. Hört sich doch gut an. Bekomme ich mehr Details über die Waffen? Eine Mokri-Waffe, die an einen Schmetterling erinnert. Angriffe füllen den ATB-Balken auf. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Auf jeden Fall besser als die Waffe, die wir haben. So, wie sieht es denn bei dir aus? Nee, du behältst mal deine Waffe. Ich kann dir aber auch jetzt nichts anderes geben, ne, wegen der Kapazität. Da sind nur noch 20 über. So, und bei dir ist halt nichts mehr übrig. Wir haben die 70 komplett ausgeschöpft. Okay. Gut, meine Lieben. Ich muss jetzt leider, ich weiß, das ist jetzt gerade so ein bisschen an der blöden Stelle und so. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle hier die Folge beenden müssen. Und wir werden dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.